Aha, ja. Hallo, ich hatte einen Termin um. Nein, Frau Curie, wenn es grün leuchtet, ist das nicht gut, ja? Ich mach Schluss, okay? Ciao. So. Ja, hi, ich hatte einen Himmelfahrtstermin um 12. Sterbeurkunde. Die habe ich nicht. Ich durfte nur ein weißes Hemd mitnehmen. Immer mitbringen. Waren Sie denn schon mal hier? Nein, ich bin das erste Mal tot. Also jetzt ist 12.03 Uhr, der Termin ist schon weg. Sie sind zu spät. Ja, ich weiß, aber nur weil die Ärzte alles gegeben haben. Ich konnte da nichts machen. Ja, und ich kann nichts dafür, dass wir heute pickepacke voll sind. Also entweder Sie warten im Fegefeuerbereich oder wir machen einen neuen Termin in 15 Minuten und 8 Wochen. Aber was soll ich denn so lange machen? Ich meine, ich bin ja tot. Ja, dann gehen Sie halt irgendwo spuken oder wen heimsuchen. Ist mir doch egal. Nächster. Ja, also... Haben Sie einen Termin? Oh, privat gestorben. Ja, na dann gehen Sie schon mal durch. Der Herrgott kommt gleich. Oblate der Herr? Hey, ich hab gedacht, Sie wären voll. Wollen Sie in den Protestantenhimmel? Hä? Denn so kommt man in den Protestantenhimmel. Der Nächste. Hallo, können Sie mein zweites Himmelstor aufmachen, bitte? Liebe Verstorbenen, wir öffnen Himmelstor 2. Was ist das denn? Sie sollten doch keine irdischen Gegenstände mitbringen. Ohne Bargeld geht man nie aus dem Haus, Junge, falls mal was ist. Ja, egal, Religion. Deutsch. Das ist keine Religion. Also nicht das mit dem Quallen, wo man die ganze Zeit Chips isst, sondern das, wo man die meiste Zeit sitzen bleiben darf. Protestant. Wie haben Sie mich genannt? Hey, Petri, irgendwie liegen hier auf allen Wolken plötzlich hässliche Handtücher. Waren Sie das etwa? Nein, vielleicht war es der lumpige Bettler da hinten. Das ist Jesus. Nein, Jesus war ganz klar Europäer mit sehr gepflegtem Bart. Nein, war er nicht und er lebte unter den Ausgestoßenen. Also Sie meinen, er hat keine Arbeit und kein Geld? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher... Ach, wissen Sie, mir ist gerade eingefallen, könnte ich ein anderes Zimmer haben? Ich habe eine Allergie gegen Wolken. Wo kommen die ganzen Handtücher her? Ja, nichts lieber als das. Haha, willkommen in der Hölle, brenne im Ewigen. Nee, also ein bisschen frisch hier unten. Auf Malle ist es um die Zeit nicht so kalt. Wer sind Sie und wo kommen die ganzen Handtücher her? Willkommen in der Hölle, der Boden ist Lava, keine Vorsicht bitte, können Sie mir sagen, warum Sie runtergeschickt wurden? Oh, ich weiß nicht. Kann ich? Ja, ich kreuze mal nervige Allmann an. Wollen Sie lieber sehr hart und sehr kurz gequält werden oder länger und dafür nicht so hart? Oh, bitte sehr hart und sehr lang. Ach, so einer schon wieder. Sie wissen schon, dass das hier die ewige Verdammnis ist und kein Spiel. Hallo, ich muss mal, wo kann ich denn hier hin? Tut mir leid, aber das hätten Sie auch klären müssen, bevor Sie gestorben sind. Nee, dieser Herr Anwalt hat gesagt, das ist mein Grundrecht. Ja, das ist aber die Hölle und Sie können das gleich gerne selber mit ihm klären. Ich bekomme jetzt noch eine Unterschrift für Ihre Seele. Oh, tut mir leid, diesen Vertrag unterschreibe ich nicht, Mr. Gray. Oh mein Gott, ich schwöre, bei Covid-25 mache ich keine Vertretung mehr. Verzeihung, wie genau sind Sie gestorben? Oh, im Pool, ertrunken vor Erschöpfung. Mein Gott, wie lange waren Sie denn da drin? Mal sehen, jetzt ist 4 Tage. Und Sie sind in der ganzen Zeit nicht auf die Idee gekommen, einfach rauszugehen? Hallo, ich bin noch nicht dumm, ich habe ein Buch gelesen. Aber die Leiter war weg. Das klingt für mich ziemlich dumm, wenn Sie 4 Tage durchschwimmen und nicht auf die Idee kommen, sich am Beckenrand hochzuziehen. Das geht nicht, weil der Pool von Fernsehern eingerahmt ist. Warum gehen Sie dann überhaupt schwimmen? Ich wollte was essen und der einzige Weg zum Kühlschrankraum, da wo auch der ganze Müll liegt, weil da kein Mülleimer ist, führt durch den Pool, der einmal ums ganze Haus geht. Und da war keine Leiter am Ende. Warum sind Sie nicht so rausgegangen, wie Sie reingekommen sind? Weil man nur über ein Sprungbrett in den Pool kommt. Wer baut sowas? Oh, das war ich. Und wie sind Sie gestorben? Mal sehen, ich habe abonniert, dann habe ich einen Salat gemacht und dann ist die ganze Küche abgebrannt und das ganze Haus. Tagchen, Himmelszoll, haben Sie irgendwelche irdische Gegenstände mitgenommen? Ich? Nein. Und was ist in dem Koffer daher? Was? Der ist leer. Haben Sie da Schmuck und Goldbarren drin? Wow, sind Sie gut. Ich meine, nein, nichts. Mein Herr, Sie wissen, dass Sie nach dem Ableben keine irdischen materiellen Besitztümer mitbringen dürfen. Ja, ich weiß. Ich darf nur, Glaube, Liebe, Barmherzigkeit. Ja, genau, das ist hier drin. Na schön, wo sind Sie gestorben? In einem Schmuckladen. Ich meine, nein, zu Hause, alleine, in einem Zimmer, ganz allein. Und Bargeld? Nein. Nur der Schmuck. Na schön, ich geb's zu. Ich habe einen Schmuckladen überfallen. Der Koffer ist voller Beute. Ich gehöre in die Hölle oder zurück oder schlimmer. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, alles. Nein, kann es nicht. Ich glaube Ihnen nämlich kein Wort. Was? Ein Idiot wie Sie könnte sowas niemals durchziehen. Na los, rein mit Ihnen. Der Nächste. Hallo, ich bin der Papst. So, mein Lieber, da fangen die Lügen schon an. Was? Dann mal Hose runter und Willkommen im Himmel. Irgendwelche besonderen Wünsche zum Mittagessen? Oh, gerne. Ich bin vegan. Ja, yeah, das vegane Buffet ist eine Etage tiefer. Eine Etage tiefer wie... In der Hölle. Ja, man kommt als Veganer in die Hölle? Hey, ich habe das Haus von meinen Eltern angezündet. Echte oder Schwiegereltern? Oh, Schwiegereltern. Ah, willkommen. Alles klar. Moment, das ist doch wohl viel schlimmer. Verzeihung, aber ich mach die Regelnummer nicht. Hi, well... Nein. Ab ins Fegefeuer mit dir und ich will dich hier nie wieder sehen. Und was hat der gemacht? Der war ein Jahr im Ausland und reibt jetzt allen seinen super nervigen Akzent unter die Nase. Aber dafür hat man doch nicht unendliche Hölle. Qualen verdient. Ich weiß, aber was Schlimmeres haben wir ja leider nicht. Sorry nochmal, aber ich hatte noch alte Batterien bei mir, als ich gestorben bin. Einfach in den Hausmüll. Alles klar.
Hier ist alles falsch. Okay, ich mache das jetzt seit 2000 Jahren. Alle, die auf dieser Seite der Liste stehen, dürfen durch. Und alle, die auf dieser Seite... Ich glaube, ich muss jemanden anrufen. Hi, kann ich auch like? I mean... Nein, du stehst auf einer Extraliste, mein Freund. Haha, willkommen in der Hölle. Tachchen. Dich erwarten unendliche Qualen im ewigen Höllenfeuer. Was machst du da? Im Stoßlüften. Hier ist echt schlechte Luft. Die Flammen der Verdammnis kann man nicht weglüften. Ah, was ist das plötzlich? Dieses quälende Gefühl an meinem ganzen Körper. Deine Buße hat begonnen. Ah, ich halte das nicht aus. Das ist Durchzug. Irgendjemand hat eine Tür aufgemacht. Ja, warum schmilzt du nicht dahin? Es gibt kein falsches Fegefeuer, junger Mann. Nur falsche Kleidung. Tachchen, Ordnungsamt. Wo kommen Sie denn jetzt her? Oh, wir haben einen Tipp bekommen, dass hier jemand seinen Höllenhund nicht anleiht. Ja, ich bin der Fürst der Finsternis. Sagen Sie mal, ist das Ihr Bohnen aus Lava hier? Ha? Sie wissen schon, das ist ein öffentliches Gebäude. Den drehen Sie jetzt mal schön auf 19 Grad runter. Du wagst es so, mit mir zu reden, Mensch? Leide! Oh, was ist das? Durchzug. Oh, danke. So, und Sie kriegen erstmal eine Anzeige, weil Sie mich geduzt haben. Herr Schrödinger, Sie kommen in die Hölle, weil Sie diese Katze umgebracht haben. Okay. Herr Schrödinger, warum sind Sie nicht im Himmel? Ihre Katze lebt doch. Ich weiß. Schrödinger, das gibt's doch nicht. Hallo. Ja, hallo, Petrus hier. Warum ist der Schrödinger nicht in der Hölle? Hallo, hier ist auch Petrus. Warum bin ich gleichzeitig in der Hölle und im Himmel? Ja, hallo, hier ist Belzebubi aus dem Himmel. Hier steht ein Karton, wo Katze draufsteht, aber ein Schrödinger drin ist. Hallo, hier ist Schrödinger. Ich bin gar nicht in dem Karton. Korrektur, ich bin selbst in dem Karton und angezogen wie Schrödinger. Hallo, Petrus nochmal. Ich glaube, ich bin in einer Katze. Korrektur, Sie sind selbst die Katze. Was? Jetzt reicht's. Willkommen im Himmel, Sie sind tot. Irgendwelche Fragen? Aber ich habe eine Bank überfallen. Komme ich da nicht in die Hölle? Nein, Sie sind vor der Bank gestolpert, mit dem Gesicht in einer Pfütze gelandet und ertrunken. Och nö, wie uncool. Sie können wiedergeboren werden, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. Oh, ja. Willkommen im A. Oh mein Gott, haben Sie das gesehen? Die Kugeln sind nur so um mich herumgeschwirrt. Was für ein Abgang. Also hier steht Todesursache, Bienenstich. Eine kleine Biene hat mich erledigt. Genauer gesagt hat jemand ein Stück Bienenstichkuchen nach Ihnen geworfen. Sie haben das Gleichgewicht verloren und sind wieder mit dem Gesicht in einer Pfütze gelandet. Das ist ja noch schlimmer. Okay, nächste Runde. Raten Sie, wer den Coup gelandet hat? Sie haben das abgehoben, wir haben Ihre Kontoauszüge. Und wegen den ganzen Überfällen haben jetzt auch viel mehr Wachen. Und dann sind Sie in der Badewanne ausgerutscht und mit dem Gesicht in der... Sie können auch als reiche Person wiedergeboren werden. Das geht? Und so habe ich alles erreicht, die Liebe meines Lebens gefunden und das einfach nur, weil ich ein guter Mensch war. Cheers! Ach, verdammt! Wo kommen Sie denn jetzt her? Oh, hi, bin die Treppe raufgejoggt. Sie wissen, es heißt gen Himmel fahren. Sie müssen nicht laufen. Ach, kein Problem, ich liebe Sport. Ja, irgendwelche Restsünden, die noch nicht vergeben wurden. Ach, mein einziges Laster ist, dass ich zu hilfsbereit bin und mir dadurch so viele Freunde und Geburtstage merken muss. Ha, ich sehe gerade, Sie wurden für eine zufällige Sonderüberprüfung ausgewählt. Perfekt, Prüfungen machen mir gar nichts aus. Ja, man kennt's nicht, wahr? Irgendwelche Allergien? Ein bisschen gegen Nüsse. Oh, das ist jetzt aber dumm. Sie müssen dieses ganze Glas Erdnussbutter auslöffeln. Ah, ein Glück, dass ich schon tot bin. Ja, aber das ganze Fett und Ihre sportliche Figur. Ach, nicht schlimm. Ich kann irgendwie alles essen und nehme einfach nicht zu. Oh, ich brauche noch Ihren Kontoauszug vom 31. Februar 2004. Ja, Ordnung ist der halbe Tod. So ein Glück aber auch. Ah, ich liebe Wasser ohne Geschmack. Ach, was soll's. Juhu. Wow, nice Sauna. Schade, dass ich nie so richtig schwitze. Mich geißeln und foltern? Klar, ich probiere gerne neue Sachen aus. Ach, nicht weinen, Belzebubi. Natürlich können wir Freunde sein. Ja. Was? Ich soll die Zelle von Jack the Ripper freimachen? Wer ist denn bitte schön schlimmer als Zuzul? Moment mal, Sie sehen ganz normal aus. Was haben Sie getan? Nichts. Eine Reihe von tragischen Unfällen. Ich bin ganz normal aufgestanden, um die Kinder auf die Schule vorzubereiten. Also, Sie haben Ihnen Frühstück gemacht. Sehr löblich. Nein, ich habe den Schulbus eingemauert, weil meine Kinder sind die ganze Nacht wach. Die verpassen den sonst. Okay, das ist Freiheitsberaubung und egoistisch. Dann habe ich das Vampirkind in den Keller gebracht, wegen der Sonne. Sie haben ein Vampirkind? Natürlich, das passiert. Nein. Ich habe also die Nachbarn angerufen, um sie zum Essen auf die Farm einzuladen. Oh, ein Ausflug, wie nett. Ja, aber nur in den Keller, weil, wie gesagt, ich habe da diese Menschenfarm für mein Vampirkind, damit es nicht verhungert. Nein, das haben Sie nicht gesagt. Ha, komisch. Ich dachte, das wäre klar, weil ich habe doch so um die 50 Grabsteine in meinem Garten. Oh mein Gott, wie kann diese Geschichte noch schlimmer werden? Ach, jedenfalls wollte ich dann auch endlich mal was essen, habe den Grill angeschmissen und natürlich fängt das Baby an zu schreien. Und kurz darauf bin ich vor Lachen gestorben. Ja, ich dachte, beim vierten Mal ist das nicht mehr so lustig, aber ich habe doch tatsächlich das Baby auf den Grill...
Hallo? Wow, das ist die längste Sündenliste, die ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich sie reinlassen kann. Einspruch! Mein Mandant ist zu Unrecht gestorben! Bitte, das ist das jüngste Gericht. Hier gibt's keinen Einspruch. Herr Schutzengel, ist es nicht so, dass Sie ein Gebet meines Mandanten bewusst ignoriert haben? Moment, der Angeklagte hat noch nie gebetet. Ich zitiere, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das war im Kindergarten, das hätte ihn auch nicht mehr retten können. Jeder esse, was er kann und bitte lass mich keine Bank überfallen, in eine Verfolgungsjagd verwickelt werden und von einer Brücke stürzen. Amen. Das ist doch gelogen, oder Schutzengel? Also ab piep habe ich ehrlich gesagt nicht mehr zugehört. Angeklagter, warum genau sind Sie von dieser Brücke in eine Gruppe Pfadfinder gestürzt? Ich wurde von der Sonne geblendet. Aha, Zitat, es werde Licht. Hätte niemand die Welt erschaffen, wäre die Nacht nicht vom Tag getrennt, gäbe es kein Land, gäbe es keine Sonne, mein Mandant wäre nicht geboren worden, er hätte keine 20 Banken überfallen, er wäre nicht geblendet worden und die Pfadfinder Nonnen und Baby Robben inklusive meines Mandanten würden noch leben. Ergo, Sie sind schuld. Und deswegen bin ich jetzt hier. Und woran sind Sie gestorben? An der Pest. Die aus dem 14. Jahrhundert? Ja, heute ist voll. Ich wünschte, ich könnte lesen.